Hey Leute, ich bin Marco, ich koche gern und wenn euch meine Videos gefallen, dann vergesst nicht zu folgen. Dann müsst ihr nur hier draufklicken und los geht's. Viel Spaß beim Video. Für das Gericht braucht ihr eigentlich nur Zwiebeln, Knoblauch, Tomatensoße, schön frischen Basilikum, ein Pecorino oder Parmesan und eine leckere italienische Salsiccia. Los geht's. Zwiebeln sind jetzt schön feine Würfel geschnitten, Knoblauch habe ich ein paar Zehen geschält vom frischen. Jetzt schneiden wir noch ein paar Blätter Basilikum. Olivenöl in den Topf geben. Dann geben wir diese wundervollen Salsichas hinzu. Ich werde jetzt die Soße ungefähr 2 Stunden köcheln lassen und dann sehen wir uns wieder.
Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht,